Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Holland Landscape Diego. Ja, der gute Klaas 950 war wieder fleißig. Es ist also überarbeitet worden, aber von einem Teamkollegen von ihm, also auch von Dutch Modding. Wir müssen mal ganz kurz, wir nehmen einmal kurz die Seasons raus. Weil sonst sieht man ja nicht die Schönheit der Map. Ne? Wir wollen uns ja die Map angucken, wir wollen dann drauf rumgefahren Video machen von dem Update. Und gleich, wenn ich auf die andere Seite gehe, dann weiß ich auch, wer das Update gemacht hat. Also das... Achso, die Mod müssen wir übrigens dabei haben, ist ganz wichtig, ne? Wo ich das gerade hier lese. Ach, ich bin bestimmt da, Seasons. Den nehmen wir mal kurz raus. So, okay. Solange wie das Mäppchen lädt, kann ich euch das mal kurz zeigen auf der Seite von Dutch Modding. Wir haben die Version 1.5.01. Und zwar ist das der gute Bone Crusher. Der gute Herr Bone Crusher 6. Ich glaube... Das ist auch der deutschsprachige Moderator. Das ist quasi mein Kontaktmann. Wir hatten noch keinen Kontakt, aber da soll noch mal Kontakt kommen. Und die Seite von denen werde ich auch noch verlinken in der Videobeschreibung, weil bei denen auf der Seite ist das alles viel besser beschrieben, wie das Ding, was ich mir vor 100 Jahren mal beim Schrotti runtergeladen habe. Da war nämlich nichts. Hier ist alles beschrieben. Erstmal mehrere Sprachen. Ja, das ist auf Holländisch, auf Deutsch und wer sich nicht sicher ist, auch nochmal auf Englisch. Ja. Es stehen auch die Links dabei. Oh, ey, ruhig bleiben. Es stehen auch die Links dabei, also dass man das Skript braucht man auf jeden Fall, damit einem das alles angezeigt wird. Und den mobilen Melkstand braucht man jetzt nicht unbedingt, aber klar, wenn man die Kühe noch woanders außer am Haupthof haben will, braucht man auch den mobilen Melkstand. Und dann noch jede Menge Mods, die empfohlen werden. Ne? Hier für Tierübersicht und so weiter und so fort. Muss mal gucken, ob ich das nehme. Dann das Schlauchsystem wird noch empfohlen und natürlich wird Seasons empfohlen. Finde ich super gemacht hier. Was ich auch sehr, also hier wird sich nochmal bedankt bei allen Beteiligten. Und was ich auch sehr, 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 sehr super finde, ist, dass wir hier eine Beschreibung haben, was denn wo los ist. Ja? Also hier ist genau, also das hatte ich mir gewünscht und das ist super gemacht worden. Also hier bleibt wirklich, also guckt euch das an bei denen auf der Seite. Wenn ihr was nicht wisst, ist es alles erklärt. Ne? Auch zum Beispiel, dass hier die Fünfschall-Anzeige von dem Viech ist zum Beispiel. Ne? Ist total super. Ne? Sieht aus wie ein Futtermachmaschine hier. Ne? Texturen wurden auch getauscht. Ich glaube, das ist noch ein altes Bild, oder? Ist das schon? Ist schon getauschte Texturen. Ja, ist schon getauscht. Ist keine überdimensionale skalierte Straße mehr. Wir müssen gucken. Also ich habe Kontakt zu den Leuten von Dutch Modding. Das heißt aber nicht, dass ich den Leuten Puderzucker in den Arsch blase. Ich habe den Vorteil, der Mapper selber muss sich das übersetzen lassen und ich hoffe, dass der Übersetzer es ein wenig glättet, falls ich etwas ungehalten werde. Diese Map ist mit wahnsinnig tollen Funktionen versehen. Wir klicken noch mal ein bisschen weiter hier so. Wir haben sogar Diesel-Tankstelle zum selber befüllen am Hof, Wasserhydrant am Hof. Kaufbares Gelände haben wir hier. Da kommen wir später auch noch zu. Hier kann man irgendwas machen. Wahrscheinlich in Kisten. In Kisten kann man hier was wahrscheinlich einpacken oder was. Ich weiß gar nicht, ich muss mir das angucken. Das ist die Palettenproduktion direkt am Sägewerk, ne, hier unten. Also da, ne, ist das Sägewerk. Das war's schon. Hä? Hab ich irgendwas falsch angeklickt oder was? Ich hab irgendwas falsch angeklickt. Die PDA-Map, was wo ist, ihr seht schon, hier ist dieser kaufbare Bereich, da werden wir uns gleich intensiv drum kümmern. Wir können sogar selber unseren Sprit herstellen. So wie das örtlich ausschaut, scheint es bei der BGA zu sein.
Also sehr viele Funktionen. Ne? Das sind glaube ich, zweite Kühe. Nee, Schweine sind das hier, weil wegen Kartoffeln. Genau, das sind die Schweine. Hier geht es geradeaus zum Hof. Ne? Also hier die Straße, hier irgendwo ist der Hof. Das ist das Sägewerk nochmal genau erklärt, was wo wie hinkommt und so. Das finde ich total super gemacht. Er hat auch die Symbole, also diese Hilfedinger, anders eingefärbt, hat er in der Videobeschreibung geschrieben, habe ich gerade gelesen. Und also das ist super. Eine super Beschreibung. Wir haben auch einen Seedmaster am Stissel. Das ist ein Güllelager. Also wir können, falls wir gerade mit Seasons, hat man ja schon mal ganz gerne so eine kleine Überkapazität an Gülle. Ist total super, ne? Hier kann man verkaufen und das war's gewesen. Ja. Ende der Beschreibung. Aber super gemacht. Also wie gesagt, könnt ihr euch den Link haue ich euch in die Videobeschreibung, könnt ihr euch in aller Ruhe angucken, wo ihr was findet. Das ist alles super gemacht. Also wirklich vorbildlich. Ja, da bleibt kein Auge trocken. So, jetzt gucken wir uns das Müppchen mal an. Vögel zwitschern, sehr schön. Wie gesagt, Seasons ist jetzt aus. Normalerweise spiele ich mit Seasons. Ist das hier schon mein Kübel? Ne? Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen mit dem Kübel fahren. So, und das ist. Das heißt, wir können jetzt hier auch unser Regal platzieren. Ne? Ich werde das nicht speichern, weil ich werde ja gleich mit Seasons speichern. Ich habe jetzt trotzdem die Uhr auf Null gestellt. Das heißt, ich müsste ja jetzt hier problemlos mein Regal platzieren können. So, und das ist das, was ich auf dem Foto schon gesehen habe. Hier muss überall noch Unkraut hin. Hier würde ich mal gucken, ob hier auf diese Textur auch Mipmaps müssen. Wie das mit den Mipmaps geht, habe ich schon mal gezeigt, weil die eskaliert so ein bisschen durch. Und hier muss überall noch Grünzeug hin. Überall muss hier Unkraut wachsen. Hier an den Rändern ist das Unkraut da. Was ich jetzt nicht überprüfen kann, werde ich aber, also ich werde die Map auch spielen, ne? Ich mache jetzt nicht nur ein drauf rumgefahren Video. Wir werden uns das Mäppchen jeden Tag angucken. Nein, jeden Tag nicht, aber wir werden sie schon spielen. Und dann werden wir sehen, ob das Unkraut wächst mit der Seasons Mod. Ich habe das auf einigen Karten schon gehabt, da ist im Winter kein Unkraut da und im Sommer wächst das. Mal gucken, ob er das auch gemacht hat. Wenn nicht, vielleicht kommt das ja, weil. Er ist ja für Anregungen offen. Ich finde das so super. Es gibt ja Modder, ja, das sind so Art Halbgötter, ne? Den brauchst du nicht erzählen, ne? Die sind sofort beleidigt und ne? Aber die Jungs hier von Dutch Modding, die sagen, ja gut, ne? Man kann das ja auch so machen. Also also die sind da echt flexibel, ne? Da kann man wirklich nicht meckern. Und ich denke, wenn jetzt hier überall noch so ein paar Unkrautbüschelchen hinkommen, in allen Ecken und Kanten, gerne auch mal ein bisschen zu viel als zu wenig. Ich mache auch ab und zu so ein bisschen so moosige Stellen oder so wie hier, also jetzt nicht so Fahrspuren, einfach diese Dirt-Textur, ne? Einfach mal so ein bisschen so einen dunkleren Fleck reinmachen, dass da ein bisschen Leben reinkommt, ne? Das wirkt noch ein bisschen zu steril. Und dann wird das wird was ganz Großes. Wenn die Map mal final ist, ist die zum Niederknien. Ne? Das ist die Anzeige, was ich eben gezeigt habe. Ne? Die gehört hier zu unserer Kuhfuttermachmaschine. Ich krieg die Tür nicht auf. Alter. Hier hatte ich Ballen eingelagert. Ah, hier ist eine Werkstatt drin. Alter, hier ist eine Werkstatt drin. Müssen wir mal gucken, bis wo der Trigger geht. Weil es gibt manche Schneidwerke zum Beispiel, die muss man, obwohl, kann man mit dem Anhänger auch da reinfahren, fällt mir gerade ein. Manchmal hat man Glück und der Trigger geht bis da vorne. Nee, der Trigger geht nicht bis da vorne, weil das hier vorne ist der Tür-Trigger. Und der andere Trigger fängt erst hier hinten an. Ja, gut. Also mit dem Schneidwerk, also es gibt wie gesagt Schneidwerke, da muss man dann zum Beispiel Rastmesser anbauen. Da ist immer schön, wenn der Trigger vorne in der Tür ist oder rausguckt aus der Tür. Gut. Aber wie gesagt, dafür bin ich ja da. Ich mache das ja gerne. Ja? Ich putze gern andere Leute runter. Ne? Oh, was der arme Typ wohl denkt. Ne? Der hat hier Wochen und Monate geschwitzt. Ne? Dann kommt so ein Penner namens Diego und mäht hier alles nieder, ne? Alter. Nee, aber glaub mir, das wird richtig schön hier. Noch ein bisschen Unkraut.
dann ist es eine der schönsten Maps überhaupt hier. Und wie gesagt, erinnert mich total an die kleinen Seeler. Oh, Schlamm ist verbaut hier oben. Da müssen wir gleich mal Performance-Check machen. 60 FPS. Weil, ich habe mal gehört, Schlamm macht Probleme mit der Performance. Also ich habe hier die 60 Frames angeschraubt. Die sind festgetackert. Also ich habe einen Blocker drin. Also ich gehe nicht über 60 Frames, sonst haut das mit YouTube nicht hin. Dann hat man immer so Hitzeflimmern in den Videos. Sieht lustig aus. Boah, die 60 bewegt sich ja gar nicht. Ist die kaputt oder was? Das gibt's ja gar nicht. Also sehr performant. Und hier, das, die Ansätze sind ja da. Es ist ja überall Unkraut, ne? Es fehlt nicht mehr viel, ne? Es muss nur noch hier quasi so an der Ecke hier bei der Dachrinne, ne? Da, wo man nicht drankommt, ne? Oder hier hinten würde ich eventuell sogar mehr Erde als, was ist das, Teer, ne? Teerstruktur. Das muss alles zugewuchert sein hier. Oh, hier seht ihr das Skript übrigens, ne? Was ich euch am Anfang gezeigt habe. Das müsst ihr haben, sonst fehlen euch die ganzen Anzeigen. Die habt ihr sonst alle nicht, ne? Müssen wir mal gucken. Wir machen jetzt erstmal nur eine Viertelstunde. Ist ja nur ein drauf umgefahren Video. Bei ihr auf der Straße Schlamm ein bisschen übertrieben, ne? Ach nee, das ist rüber gespritzt von dem anderen Loch. Okay, hier haben wir Schlamm. Hatten wir auch lange nicht mehr. Hier vorne war doch irgendwo diese kaufbare Fläche. Die muss dringendst überarbeitet werden, Leute. Und guck mal hier, wenn ihr euch das hier so anguckt, ne? Das ist alles, das ist fertig hier. Das ist gut. Das ist richtig gut mit dem Unkraut und der Seitenbepflanzung. Ein Träumchen. Ne? Das noch auf dem Hof, so diesen Style quasi, auf dem Hof fortführen, ist ein Träumchen. Ich sag's euch. Gucken wir einmal hier. Also ich habe jetzt schon richtig Lust, die Map zu spielen. Ne? Ich wollte einmal hier reinfahren. Jetzt hetzt mich nicht. Wir haben Zeit, ja? Da schubst er mich immer an. Ich will doch hier gucken. Ich bin doch der Neue auf der Map. Ja, relativ, ne? Schöne Straßenführung auch. Und das ist das Foto gewesen mit den ganz vielen Triggern, wo ihr ganz viele Sachen machen könnt. Ich liebe es. Das ist, was noch ein großer Nachteil ist, ihr seht es von der Ferne, ist die Map-Begrenzung. Die ist natürlich, die ist mir zu deutsch. Ich hätte da gerne eine holländische, ein bisschen strubbiger, das Ganze. Nicht so steril und clean. Ja. Aber dieser Hof hier, ne, so hätte ich gerne einen Kuhhof auch, ey. Mit so Unkraut und Gras und Wuchs und hier darf gerne auch noch was wachsen, ne. Zwischen dem Betondeckel vom Gülleschacht und der Scheune, ne? Hier bei den Bäumen. Hier so zwischen den Stämmen und so. Das sind aber mal ein paar fette Bäume, alter Vater. Kann man kleiner skalieren, muss man auch. Ich mache erstmal die FPS-Anzeige aus, die bewegt sich eh nicht. Wie gesagt, ein bisschen Unkraut noch, ne? Ein bisschen, ja, dem Ganzen ein bisschen mehr Crispiness verschaffen, ne? Noch mehr Style da reinbringen. Und dann wird das hier mega. Dann will ich hier nicht mehr weg, Leute. Funktion ohne Ende, ne? Funktion, bis der Arzt kommt. Das ist ein Träumchen. Ach, ist das hier das Gülle-Lager? Jo. Das haben wir auch im Foto gesehen. Wie gesagt, ne, ihr seht das schon von, also auf dem Video wahrscheinlich nicht, weil YouTube das ja nochmal bearbeitet. Aber ich möchte behaupten, dass dieser Bodenplatte die Mipmaps fehlen. So, ach komm, wir fahren nochmal ganz schnell, wir machen ein bisschen Übermütigen. Wir schaffen nicht die ganze Map, das wisst ihr. Man kann nicht in einer Viertelstunde auf einer Map komplett drauf rumfahren. Hier kann man auch alles mögliche einlagern. Sehe ich gerade, das ist neu. Strohballen, okay. Geil. Und ich mag das, also das ist jetzt wahrscheinlich hier unfreiwillig passiert. Aber das mag ich, wenn das absichtlich gemacht wird, ne? Zum Beispiel hier an dem Pfeiler. Ja, wenn hier an dem Pfeiler so ein Löwenzahn wächst zum Beispiel, das wäre geil. Weil Löwenzahn kriegst du nicht kaputt. Das wächst überall, das Zeug. Mein Gott, sieht die Karre aus. Jesus, verdammter Schlamm hier überall. Ich hoffe, wir haben Hochdruckreiniger. Jetzt möchte ich aber einmal zu diesem schönen Gebäude da vorne. Also die Map hat richtig schöne Ecken. Hat aber auch Ecken, wo man das Gefühl hat, ist er nicht fertig geworden? So, ne? Wisst ihr, was ich meine?
Da. Oh. Oh, nicht übertreiben mit dem Schlamm, Leute. Das ist hier schon gefährlich von weitem aus. Alter. Okay. Ich wollte eigentlich mal von hinten daran an das Tierchen hier. Komme ich auch. Oh, langsam. Ah, hier, guckt euch das mal an. Geht doch. Baumstämme im Gras. Und überall das alte Gestrüpp da am Rumwachsen. Wo bin ich denn hier örtlich? Sind das hier die Mörs? Vielleicht? Mal kurz den PDA anmachen hier. Sind das die Mörs? Ja, das sind die Mörs. Okay. Ich heiz hier mal einmal quer rüber. Was? Wer hat denn hier? Klaut da einer das Getreide oder warum ist das eingezäunt? Ist das in Holland so? Klauen die euer Getreide? Dieses kleine Wäldchen ist nice, aber ihr seht selber die Map-Begrenzung, ne? Immer der gleiche Baum im gleichen Abstand. Also ich habe die bei mir so ein bisschen gegeneinander schräg versetzt. Das sieht dann nicht mehr ganz so steril aus. Nur so als kleiner Tipp, aber ich würde es komplett anders machen, die Map-Begrenzung. Zumal man mit der Seasons-Mod die Laubbäume, die sehen so kacke aus dazwischen. Das fällt so auf dann, ne? Dann lieber diese alte Waldtapete. Da gibt es, wie gesagt, auch eine schöne... Guck das mal an hier. Ist doch nice, oder nicht? Also, die hat wirklich sehr schöne Ecken, die Map. Also, das ist so... Dieser Unterschied ist so krass. Ach, hier ist der Seedmaster. Beim Compi-Master ist der Seedmaster auch hingekommen. Okay, okay. Na, hat die Mauer mit Maps gekriegt? Ey, ich liebe diesen Typen. Das hatte ich ihm mal im Video gesagt... Die Mauer hat Mipmaps gekriegt. Merkt ihr? Gar kein Ameisenkrieg mehr. Oder hat er die Textur getauscht? Nee. Hat er, ist das eine andere Textur? Der Ameisenkrieg ist weg, ne? Ist das eine andere Mauer? Hä? Bahnhof? Auf jeden Fall ist der Ameisenkrieg weg. Also, ich liebe es. Wie gesagt, und jetzt sind die ganzen Laubbäume, die dazwischen stehen, die sind jetzt auch schön grün. Und wenn die nachher bunt werden, dann sieht das so kacke aus mit der Mapbegrenzung, ne? Ansonsten sehr schönes Tierchen. Wir werden die auf jeden Fall Let's Playern. Wir machen auch fast gar keine Überminuten. Ich gebe extra noch mal ein bisschen Speed. Wir sind jetzt ganz geschickt um die Verkaufsfläche drumherum gefahren. nee, Verkaufsfläche ist ja auch das falsche Wort. Kaufbare Fläche für platzierbare Mods. Weil da gibt es den meisten Handlungsbedarf. Ei! Ich habe gedacht, ich könnte so GTA-mäßig da durchsneaken. Ja, ist nicht schlimm. Ja, ich bin Deutscher, Mann. Wir fahren alle so in Deutschland. Richtet euch nicht auf hier. So, weiter geht's. Müssen einmal hier vorne hin. Ich wollte, ach, hier BGA wollten wir einmal noch kurz hin und dann noch einmal kurz die Verkaufsfläche und dann ist auch für das erste drauf rumgefahren Video genug. Dann habe ich auch genug gemeckert. Ich hoffe, der arme Kerl nimmt sich nicht das Leben, meinetwegen. Ich hoffe, der lebt sich generell nicht das Leben, egal wegen wem. Es fällt mir gerade ein. Niemand ist es wert, dass man sich das Leben nimmt. Das kostbarste Gut, was wir besitzen. So, hier hat er auch irgendwelche Tipp-Collis geändert. So weit bin ich gar nicht gekommen bei mir. Ah ja, wie vermutet, hier könnt ihr euren Biodiesel produzieren. Ne? Füttert ihr das Tierchen, kriegt ihr dann ein Ergebnis präsentiert. Ist ein bisschen hervorgehoben, das Tierchen. Okay, okay. Immer noch der alte Hochkübel, aber ich spiele ja auch eigentlich gar nicht mit BGA, ne? Also mir ist die... Ich hatte die bei mir auf der Map komplett umgebaut, wegen... Ich habe es ja mit dem Rückwärtsfahren mit dem Drehschimmel, ne? Also nicht. Und da hatte ich mir so eine Durchfahrscheune hingebaut. So fing eigentlich alles an. So fing der ganze Umbau an. Ja, und natürlich die Map-Begrenzung, da war ich auch bei. So, wenn ich doch mal wüsste, was das hier für ein Tierchen ist. Also hier ist an dieser Fläche, man sieht es schon an der PDA-Map, da ist noch der meiste Handlungsbedarf. Ne? Hier muss noch irgendwas passieren, Leute. Hier muss noch irgendwie, ja, Unkraut auch hin, ein bisschen Dirt-Textur, ein bisschen Moos-Textur reinmachen. Wenn ich doch mal wüsste, was dieses Tierchen kann hier. Ob der mir Kartoffeln in Kisten packt?
Ich habe ja keine Ahnung, nicht. Na, wie gesagt, vielleicht doch noch mal so einen blöden Holzstapel da hinstellen oder so. Mal gucken. Na, also hier muss wirklich noch was passieren. Aber ansonsten, sehr schöne Map. Wie gesagt, erinnert mich total an die kleinen Seeleim. Aha, ja, hier kommt irgendwas rausgeschossen. Aber muss mal gucken, ist das hier so eine Umfüllstation oder was? Ich habe es nicht verstanden. Schüttet hier was rein und kriege auf der anderen Seite was raus. Vielleicht müsste ich mir nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen, YouTube. So, nun ist das Video aber lang genug geworden. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß auf der Map. Besucht auf jeden Fall die Seite von Dutch Modding und habt euch lieb.